Wichtig wäre es auf jeden Fall, dass Ferrari in Brasilien zur alten Form oder zur mittelalten Form von der Form halt nach der Sommerpause zurückfindet. Austin zuletzt lief ja eigentlich als fast einziger richtig großer Ausreißer gar nicht. Fiel dann halt sehr unglücklich zusammen mit dieser FIA-Direktive eben zum Benzindurchfluss. Deshalb gleich diese Betrugsvorwürfe in leichter Version zumindest, die dann da ja aufgekommen waren. Das würde dann halt passieren, wenn man damit aufhören muss, meinte Max Verstappen ja. Aber ja, Ferrari hatte ja die entsprechenden Gegenargumente da geliefert. Und ja, so steht da jetzt erstmal so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Und ich denke, jetzt in Brasilien wäre dann für Ferrari es auf jeden Fall gut, wenn sie dann jetzt wieder mit Stärke zurückschlagen würden. Denn dann hätten sie eigentlich soweit alles entkräftet. Ist eben auch eine Powerstrecke in Interlagos. Gibt ja tatsächlich lange Geraden, gerade hinten den Berg hoch. Da ist Power natürlich immens wichtig. Da sollte dann der Ferrari doch wieder punkten. Und ich gehe auch davon aus, dass Ferrari ganz gut aufgestellt sein wird in Sao Paulo. Man hat natürlich jetzt dieses eine Laster mit Charles Leclerc. Der wird eine neue Power-Unit bekommen. Sprich, muss dann in der Startaufstellung nach hinten, gibt eine Strafe. Aber auch das ist verständlich, denn ich denke mal, Ferrari will dann schon jetzt wirklich auch zeigen, hey, unsere Performance, gerade auch geradeaus, die ist eben noch da. Und deshalb lieber dann ein frisches Aggregat mit Strafe nehmen, aber schnell sein und das nachweisen können. Als dann mit dem alten Aggregat da irgendwie rumlamentieren und nicht so richtig zurechtkommen, wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben bei der Leclerc-Rennpace in Austin, die ja auch nicht berauschend war. Also nicht nur Reifenverständnis und Co., sondern da auch die schwächere Power-Unit hat jede Runde ein bisschen gekostet. Und ja, das zahlt sich dann natürlich auf eine Renndistanz massiv aus. Deshalb da diese Entscheidung finde ich jetzt nicht so überraschend. Für Leclerc dann natürlich in Sachen Sieg wird natürlich sehr, sehr, sehr schwierig von ganz hinten. Aber wir haben ja noch Sebastian Vettel und Brasilien-Sieg für Sepp wäre natürlich auch nochmal cool, um jetzt nochmal ein zweites Jahr eigentlich erst Erfolgserlebnis dieses Jahr dann tatsächlich vorweisen zu können. Lief ja zuletzt eigentlich bei Sepp ganz gut, bis auf halt ja, den blöden Ausfall da in Austin, aber da konnte er natürlich nichts für. Aber er war jetzt zuletzt im teaminternen Duell eigentlich doch ein gutes Stück weit rehabilitiert. Von daher, wenn er da jetzt weitermacht, hat er noch ein versöhnliches Saisonende und so denke ich, dass dann teamintern da auch über Sepp was möglich sein wird. Ja, Toto Wolff lässt Formel 1 mal sausen in Brasilien. Ja, beide WM-Titel sind sowieso schon eingetötet. Da kann natürlich dann der Chef auch einfach mal fehlen. Dass er jetzt fehlt, ist nicht so das große Drama, auch jetzt vielleicht nicht so die große Überraschung dann. Denn man muss bedenken, Toto Wolff ist ja eigentlich gar nicht Mercedes F1-Teamchef, der ist Mercedes Motorsportchef, also im Grunde zuständig für alles unter dem Dach von Mercedes in Sachen Motorsport, sprich auch für so Sachen wie Formel E, wo Mercedes ja jetzt auch richtig durchstartet. Das wird wahrscheinlich damit gemeint sein, dass er dann noch ein paar Aufgaben in Europa nachgehen muss, wie es ja in der Presseaussendung dazu hieß. Ob Mercedes das jetzt in Brasilien gravierend beeinträchtigen wird, sage ich nein. Erstens würde Toto Wolff sonst nicht pausieren in Brasilien. Zweitens, wo braucht man einen Teamchef vor allem, um Führung zu geben? Und das braucht man vor allem in Situationen, die noch wichtig sind. Und für Mercedes geht es in Brasilien jetzt nur noch um Einzelerfolge. Also beide WM-Titel sind klar. Teamintern gibt es auch kein Problem mit Bottas und Hamilton. Also da gibt es auch keinen, der da irgendwie jetzt Fahrer managen müsste oder jetzt besonders wichtig wäre für die letzte Tausendstel Sekunde, auch sportlich gesehen. Von daher wird das alles kein Drama sein, zumal Mercedes das ganze Team ja jetzt seit Jahren fast unverändert zusammensteht. Die wissen eh alle, was sie tun und was sie machen müssen. Da bedarf es, glaube ich, gar keiner so gigantischen Führung mehr, ohne jetzt die Leistung von Toto Wolff auch in diesem Jahr wieder schmälern zu wollen. Aber er hat vor allem sein Team halt einfach so gut, das ist eigentlich seine größte Leistung, so gut zusammengestellt, dass es eben dann da jetzt auch alleine operieren kann. Und ich erwarte da eigentlich gar keine Auswirkungen, außer dass natürlich ein paar markige Aussagen in dem einen oder anderen Interview uns fehlen werden. Toto Wolff kann da ja auch schon mal ein paar nette Sachen sagen, aber das war's dann eigentlich. Ja, P1 und P2 sind natürlich jetzt längst entschieden in der Fahrermeisterschaft. Es tobt noch der Kampf um den begehrten letzten dritten Startplatz bei der FIA-Gala.
Mehr oder weniger beliebten Startplatz. Die wird sowieso nicht schön werden, wenn Kimi nicht dabei ist dieses Jahr und da alle komplett zum Ausrasten bringen wird. Aber gut, dieses Jahr geht es jetzt noch um Leclerc, Verstappen und Vettel. Leclerc hat 249 Punkte, Verstappen 235 und Vettel durch diesen blöden Ausfall da in den USA eben nur 230. Ja, wer wird WM-Dritter? Gibt es in Brasilien jetzt da schon eine kleine Vorentscheidung? Ja, die wird es noch nicht geben, glaube ich. Die könnte ja eigentlich nur für Charles Leclerc fallen die Vorentscheidungen und der fährt eben am weitesten hinten los. Das ist so gut wie garantiert, würde ich sagen. Es sei denn, es gibt halt noch andere Strafen bei den anderen beiden, aber gut. Deshalb, Vorentscheidung nein. Aufholen können wird dann wahrscheinlich Verstappen, wenn er da ganz gut abschneidet und sein ja, kleines Chaos-Revival, sage ich mal, der letzten Wochen so ein bisschen vielleicht wieder abgestellt bekommt. Kann ein gutes Ergebnis mitnehmen. Vettel, für mich da jetzt der heißeste Kandidat, der ist ganz hinten. Also es wird eher noch spannender als überhaupt, sodass Prognosen nur noch schwieriger werden. Und wir dann vielleicht ja, in Abu Dhabi fast so ein Dreikampf mit Ausgangslage fast auf Augenhöhe, auf Punktgleichheit erleben werden. Also ich glaube eher, dass das hier ein bisschen zusammenrückt und wir jetzt hier da noch nicht so viel hören werden. Leclerc kann natürlich auch noch von ganz hinten ein paar Punkte mitnehmen, auch ein paar mehr Punkte. Und dass er für mich dann, glaube ich, sogar nach Brasilien sogar noch vorne sein wird, wenn ihm nichts passiert da hinten im Mittelfeld. Von daher, würde ich mal sagen, reden wir da nochmal in Abu Dhabi. Ja, so toll McLarens Aufwärtstrend in diesem Jahr ja ist, so stark die mehr und mehr auffahren, so groß ist auch ein Problem, das sich jetzt eigentlich durch die ganze Saison schon zieht. Beim Boxenstopp, da hakt es noch ziemlich. Die sind zwar in dieser DRL-Pitstop-Wertung, die es ja auch gibt, relativ gut dabei insgesamt, sind glaube ich Fünfter. Das ist ganz okay, hatten auch schon in Spanien einen sehr, sehr schnellen Boxenstopp, aber so insgesamt, ja, richtig überlegen sind die da nicht. Aber vor allem, es passieren halt wirklich dramatische Fehler, große Fehler, sind Räder nicht fest, es gibt eine Unsafe Release, es dauert ewig, also es gibt ein paar positive Ausreißer, aber es gibt sehr viele negative. Ja, und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die jetzt noch dieses Jahr enden, denn Andreas Seidel, McLaren-Teamchef, hat uns schon verraten, das liegt vor allem daran, dass das Equipment einfach nicht State of the Art ist aktuell, dass man da erst noch mal ein bisschen nachlegen muss dann für nächste Saison und dass deshalb diese Fehler passieren, weil man eben mit dem nicht ganz perfekten Equipment versucht, das zu kompensieren und dann eben zu überkompensieren und dann im Grunde versucht, schneller zu sein, als die Technik erlaubt. Ja, und dann geht es eben schief. Das ist wie beim Fahrer auf der Strecke. Limit is Limit und darüber hinaus fährt Ayrton Senna. Ja, für Renault gab es zuletzt dann doch nochmal was Erfreuliches. In Austin hat man in der Rennpace McLaren dann mal abgeschüttelt, Qualifying sich wieder nicht so stark angestellt. Aber im Rennen da erwacht dann der RS19 so ein bisschen zum Leben. Kann jetzt in Brasilien dann auch wieder passieren. Da sind sie auf jeden Fall eher stärker als im Qualifying. Zumal ja auch McLaren in Mexiko nicht ganz so stark aufgestellt war. Mit der Höhenluft hatten sie so ihre Probleme, auch denn das gesamte Paket zu verstehen, hatten ganz immense Schwierigkeiten da, das Arbeitsfenster der Reifen zu finden. Carlos Sainz ist ja massiv durchgereicht worden. Ja, und Brasilien liegt jetzt eben auch wieder sehr, sehr hoch, ist ja nach Mexiko die zweithöchste Strecke im Rennkalender, ist ja auch 800 Meter über Meeresspiegel. Also vielleicht hat McLaren dann auch keine Antworten auf die Probleme in Mexiko und deshalb ein bisschen Turbulenzen. Das könnte die Chance sein für Renault. Ja, aber deshalb muss Renault noch lange nicht vierte Kraft sein, denn wir haben mittlerweile auch Racing Point wieder voll in der Verlosung. Die sind richtig stark dabei. Perez, die letzten Rennen echt, echt stark gewesen. Auch mal mit Pech und blöden Fehlern im Training und Strafversetzungen dann im Rennen trotzdem easy in die Punkte gekommen. Saubere Leistung, also das Paket läuft, da muss man auch aufpassen. Die glauben sogar noch an WM-Rang 5. Das sind 18 Punkte hinter Renault, ambitioniert in zwei Rennen. Aber wir dürfen die auf keinen Fall vergessen. Deshalb, wenn wir im Mittelfeld da eine ganz enge Nummer wieder sehen, Renault, McLaren und eben Racing Point, alle anderen, würde ich mal sagen, sind so ein bisschen hinten dran im Moment. Für Hülkenberg wird es natürlich schön jetzt sein. Voraussichtlich leider vorletztes Formel-1-Rennen, zumindest erst einmal, da nochmal anzuschreiben. Brasilien ja für ihn auch speziell mit großen Erinnerungen verknüpft, da seine einzige Pole mal eingefahren. Deshalb das so ein kleiner Boost auch noch, hoffentlich für den Hück. Aber wie gesagt, ich bin im Mittelfeld mittlerweile mit Prognosen da immer sehr, sehr vorsichtig, weil das einfach so eng ist, dass da echt die Tagesform entscheidet. Also schauen wir einfach mal, aber möglich ist es auf jeden Fall.
Ja, und damit ihr dann auch wirklich herausfindet und erfahren könnt, wie diese ganzen Fragen sich in der Realität beantworten und nicht mit meinen sehr seltsamen Prognosen mal wieder, dann holt euch einfach mal unsere App motorsportmagazin.com. Da seid ihr immer top informiert. Wir liefern euch natürlich vom Rennwochenende, von jedem Tag alle Infos aus Brasilien. Könnt natürlich auch einfach auf der Website vorbeischauen, wenn ihr zu Hause seid, aber die App sehr empfehlenswert, dann geht es auch mobil immer und heute ist ja jeder immer unterwegs, von daher eben runterladen und top informiert sein.